Schönen guten Tag, Frau Huber. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Meine erste Frage an Sie ist, welche Aspekte von Trauma sind Ihrer Meinung nach besonders schwerwiegend und wie wirken sich diese auf unser menschliches Miteinander aus? Ich glaube, dass zu den schwierigsten zu verarbeitenden Situationen gehört, dass man sich so verlassen fühlt. Häufig wird man auch tatsächlich verlassen, je nachdem, wenn es in Familien passiert oder wenn nahe Menschen einen im Stich gelassen haben und man dadurch so in extreme Not gerät. Aber eigentlich ist die Grunderfahrung jedes Traumas Einsamkeit. Sind Sie der Meinung, dass es ein kollektives Trauma gibt? Es gibt viele kollektive Traumatisierungen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass wir auch als Gemeinschaften, als Gemeinden, als Gesellschaft in irgendeiner Form, ja, so auch immer wie Gesellschaft in unterschiedlichen Kollektiven organisiert ist, dass wir darin auch unverarbeitete Belastungserfahrungen widerspiegeln. Und dass wir da auch so einen Gruppendruck ausüben, dass bestimmte Dinge einfach nicht Thema sein dürfen, dass bestimmte Themen nicht angesprochen werden, beschwiegen werden oder wie man jeweils auf bestimmte traumatisierende Bedingungen reagiert, kann ausgesprochen kollektiv homogen organisiert werden. Und die Spannungen, die da entstehen, können dazu führen, dass ein Kollektiv sich entweder spaltet oder dass diejenigen, die etwas aufdecken, was im Kollektiv nicht gewollt wird, ausgesondert oder weggebissen werden. Das sehen wir in familiären Strukturen, genauso wie in Gesellschaftsstrukturen, so dass es zu neuen Spaltungsphänomenen kommen kann. Und dann, wenn etwas dann aber nicht verarbeitet ist, ist es nicht weg. Auch wenn man die Leute ausgesondert hat, die einen bestimmten Aspekt, der unliebsam ist im Kollektiv, sozusagen verkörpern, ist es nicht weg. Es wird trotzdem da sein. Es ist etwas, was mehr und mehr aufbrechen kann. Und was sich neue Spaltungen sucht, neue Sündenböcke zum Beispiel. Der Klassiker in Kollektivtraumasituationen ist, dass es Menschen gibt, die zum Opfer gemacht werden, Menschen, die Täter sind oder zum Täter werden oder gezwungen werden oder wie auch immer. Und dass es die ohnmächtigen Zeugen gibt und dass es die Retterfiguren gibt. Und dann kann sich das alles wüst durcheinander mengen. Der ehemalige Retter kriegt die Täterübertragung oder wird erneut zum Opfer gemacht oder zum ersten Mal zum Opfer gemacht. Er wird rausgebissen, weil er jemanden gerettet hat und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Positionen, die in Kollektivtraumatisierung besetzt werden können und die dann dazu führen können, dass sich immer was neu konstelliert. Man adaptiert immer, sowohl individuell wie in Systemen. Systeme versuchen eine Homöostase. Die versuchen, sich in Gleichgewicht zu erarbeiten. Wenn Trauma, also wenn eine unverarbeitete Extrembelastungserfahrung oder viele in einem Kollektiv drin sind, dann muss das schwerende Wunden auslösen, die so zu sozialen Verwerfungen führen. Das heißt, Menschen werden gegeneinander gehen. Die wissen teilweise, sie übernehmen bestimmte Positionen. Manche wundern sich, in einem anderen Kollektiv habe ich ganz andere Positionen. Aber hier habe ich diese Position. Hier bin ich der Täter oder hier bin ich das Opfer oder der ohnmächtige Zeuge oder hier muss ich was retten oder Aufklärer oder so. Ja. Also es gibt so bestimmte Positionen, die da immer wieder besetzt werden. Und wenn das nicht befriedet wird, weil die zugrunde liegende Belastung nicht bearbeitet werden kann, dann wird das immer wieder wie ein Vulkan, immer wieder neue Eruptionen hervorbringen, neue Verwerfungen treten auf. Und dann beruhigt sich das ganze Pseudo wieder, aber es ist dadurch nicht weg.
Es organisiert sich neu um oder es entstehen neue Schauplätze, Nebenschauplätze. Also an einer anderen Stelle kommt plötzlich etwas in einer Gesellschaft radikal zum Ausbruch, wo ein Kollektiv überhaupt nicht dran gedacht hat, dass es dort auch jetzt plötzlich sein könnte. Ja, also wir erleben das zurzeit ja auch mit dieser Corona-Geschichte, dass wir vollkommen fassungslos sind als Experten, Sozialexperten, dass wir überhaupt nicht gehört wurden in dieser ganzen Pandemie-Strategie. Es waren nur Mediziner und zwar welche, die in ihre Laborwerte gucken. Die hatten ganz dubiose Teste, die überhaupt nicht validiert sind. Die wurden als einzige Möglichkeit, die Rettung sind unsere Epidemiologen. Und dann das ganze Volk muss das und das machen und nur das. Und wehe, man findet das auch schwierig oder kritisch, dann wird man rausgebissen, dann ist man ein Schädling. Es entstehen so Bilder wie ein Volkskörper, der gesund gehalten werden muss. Und dabei werden die Zahlen der Realerkrankten, die wirklich auf Intensivstationen liegen, schon gar der wirklich Gestorbenen, geraten völlig aus dem Blickfeld. Also man sieht von der Sachthematik her, jemand, der von außen käme, würde sagen, was ist mit dieser Gesellschaft los? Sind die alle bekloppt? Ja, das ist ein Virus, ja, der ist ganz fies, der ist sehr unangenehm. Wer den hat, oje, oje, man muss auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen schon machen, ja. Menschen sollen behutsamer sein, viel Hygienemaßnahmen muss schon ein bisschen sein, ja. Aber diese Panik, die da ist, dass man Menschen allein lässt, die alt sind, die lässt man alleine sterben. Die dürfen gar nicht über sich bestimmen, dass sie sagen, mir doch egal, ob ich noch Corona kriege. Oder die Verwandten dürfen auch nicht sagen, mir doch egal, ob ich Corona kriege, ich will bei meinem sterbenden Verwandten sein. Man lässt die Leute nach OPs allein. Menschen, die überhaupt in Not sind in dieser Gesellschaft, alle allein gelassen. Natürlich die Traumatisierten retraumatisiert damit. Ja, aber es gibt sowas wie eine Legende. In dieser Gesellschaft gibt es einen Virus. Ich halte das für eine Metapher, ehrlich gesagt. Eine Metapher dafür, in unserer Gesellschaft stimmt etwas fundamental nicht. Und man muss sich sehr kümmern. Was daraus gemacht wird, ist, alle Menschen voneinander zu isolieren. Wenn wir nur alle das Richtige tun und uns alle 100% so im Sinne verhalten, wie wir jetzt, wir haben jetzt so eine kleine Strategie und nur die darf gemacht werden. Alle, die Kritik daran üben, sind von übel. Die müssen wir aussondern. Die sind Aluhutträger, Verschwörung. Ja, auch die nüchternen Wissenschaftler darunter werden alle mit ausgegrenzt. Ja, die Medien, auch die Medien, die man für kritisch gehalten hat, nachweislich übrigens, gibt Studien zu, berichten nur noch in einer Richtung, weil sie der Regierung keinen Ärger machen wollen, weil sie alles richtig machen wollen. Und auf einmal gibt's Schere im Kopf und dann gibt es so Orwell-Sprech, ja, Abstand ist Fürsorge. Wow. Ja, ich habe von allem Anfang an, habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, was ist das denn hier? Ja, Distanz ist die wahre Nähe. Das ist Wahnsinn. Ja, und wir denken immer, und ansonsten seid ihr aber noch ganz gesund, oder? Ja, und in dieser Gesellschaft findet etwas statt, dass das niemand mehr seltsam findet. Ja? Und würden Sie sagen, wir befinden uns gerade in einer Traumablase? Auf jeden Fall. Es ist, in dieser Gesellschaft ist etwas passiert, was alle Leute zurückgebracht hat in ihre häusliche Umgebung, was sie alle voneinander isoliert. Der Nächste ist der größte Feind. Die Kinder sind völlig fassungslos, ja. In der engsten Familie, wenn die noch gut ist, dann geht es ja, ja. Aber wenn die schrecklich ist, wenn die Bindungspersonen schlimm sind, sind die Kinder denen erst recht ausgeliefert. Äußere Hilfen gibt es nicht mehr, die sind ganz weit weg. Zumindest vorübergehend, Monate waren die gar nicht da. Das macht auch was mit dem Kind. Ja? Und dann irgendwann gibt es vielleicht so ein bisschen, aber nur per Video. Oder dann muss man Plastik zwischen sich und die anderen machen. Oder eine Maske tragen. Wir sind dann alle wie die Zorros maskiert und damit auch gefährlich. Aber gleichzeitig soll das das Ungefährlichste sein. Und die Kinder gucken sich an, sind alle erschreckt.
die erschrecken sich zutiefst. Gucken Sie mal kleine Kinder an, die maskierte Menschen sehen. Das ist in uns allen. Wir erschrecken uns voreinander. Und gleichzeitig soll das das Gesunde sein. Es ist etwas völlig Bizarres in unserer Gesellschaft, das darauf verweist, dass man etwas nicht verstanden hat. Das ist nur ein Beispiel. Ja, das ist nur ein Beispiel für vieles, was in Gesellschaften passiert, dass wenn man wirkliche Belastungen, schwere Verwerfungen, zum Beispiel diese Klimageschichte, völlig aus dem Blick geraten. Fridays for Future wurde immer größer, immer größer, immer größer. Dann wurden die Demos alle verboten. Ja, jetzt ganz vorsichtig gibt es ein paar Demos, aber dann achtet man darauf, das sind unsere Feinde. Die Leute können weit voneinander entfernt sein und Masken tragen, aber es wird berichtet, da gab es aber ein paar Rechtsradikale. Alle, die da demonstriert haben, sind rechtsradikal. Und so weiter. Das sind unsere Feinde. Also man macht den Leuten eine wahnsinnige Angst und dann nimmt in dieser Angst, selber zu erkranken, andere krank zu machen, nehmen die alles in Kauf. Die Leute wollen es doch richtig machen. Die Menschen sind gutwillig. Aber man bringt denen bei, jeder, der daran auch nur ein bisschen zweifelt, ist ein Volksfeind sozusagen. Die Leute werden teilweise strafrechtlich verfolgt. Selbst wenn die in sozialen Netzwerken irgendwas posten, auch Wissenschaft wird vom Netz genommen nach dem Motto, das ist Fake News vielleicht, auch wenn es von der WHO kommt oder sonst woher. Du liebe Zeit. Wir müssen richtig aufpassen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht was reinszenieren, was Faschismus heißt. Ja, wir warnen davor. Viele Kritiker, die wir werden jetzt auch schon angegriffen, das geht bis hin zu Todesdrohungen, dass viele von uns angegriffen werden. Wir wären Feinde dieser Bewegung, wir würden die Leute dazu verführen, dass sie sich in Lebensgefahr begeben, man müsse uns einsperren. Menschen, das sagen Menschen, die selbst sehr in Angst sind. Ja, aber wir müssen hoch aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir solche Sachen nicht reinszenieren wie ein Volkskörper, in dem es keinen Widerspruch geben darf. Weil dann gibt es nur Macht oder Ohnmacht. Die Vielfalt hört auf. Demokratie lebt von der Widersprüchlichkeit. Trauma heißt immer, es gibt Widersprüchliches, aber das darf ich nicht wahrnehmen. Es ist so schrecklich, ich kann nur dissoziieren oder verdrängen oder verleugnen oder verschweigen oder ausgrenzen. Und das ist zutiefst in unserer Gesellschaft drin. Leider. Es ist Ihnen ein Anliegen, ein besseres Verständnis und Bewusstsein von Trauma in die Gesellschaft zu bringen. Im Hinblick darauf, wie lange die Menschheit bereits mit Trauma zu tun hat, stehen wir ja irgendwie auch erst am Anfang der Forschung und Erkenntnis? Wie sieht denn für Sie eine Welt aus, die dafür sorgt, dass Traumaheilung stattfinden kann und die offen und sensibel für das Thema ist und auch Werkzeuge bereitstellt? Ja. Was mir dabei ganz besonders am Herzen liegt, ist tatsächlich das Thema Empathie und Menschlichkeit. Ja. Wir können nur beginnen, Respekt zu zeigen, auch wenn wir anderer Meinung sind oder auch wenn wir glauben, es besser zu wissen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir überhaupt einen Weg finden. Das heißt, Widersprüchliches auszuhalten. Ich glaube, das ist ganz bestimmt richtig, aber es kommt mir jemand mit einer anderen Art von Wahrheit entgegen oder er zeigt mir andere Aspekte von etwas und erst einmal respektiere ich, dass es da ist. Auch wenn ich es nicht gut finde vielleicht. Ich respektiere, dass es da ist. Das ist ein erster wichtiger Weg. Also, dass Verwerfungen in dieser Gesellschaft sind, dass Menschen ein Leid haben, dass bestimmte Phänomene impulsdurchbruchartig in unserer Gesellschaft auftauchen. Das ist etwas, das man erstmal erkennen muss. Das Zweite ist, dass man es anerkennen muss. Das ist ähnlich wie bei einem Kind. Man muss ein Kind erstmal erkennen, wie bist du? Und man muss es dann anerkennen. Du bist auch in vielem anders als ich. Aber ich erkenne dich an für das, was du bist. Das ist etwas, was Menschen lebenslang lernen müssen.
wenn Trauma in Menschen oder in Gesellschaften sind oder in Familien, hat man immer das ähnliche Phänomen. Man versucht immer Eindeutigkeit, Deckungsgleichheit, Verschmelzung, Widerspruchsfreiheit herzustellen, schnelle Lösungen. Unsere Gesellschaft ist ungeheuer komplex. Die ist enorm bedroht. Der ganze Globus ist bedroht. Unwahrscheinlich bedroht, existenziell bedroht. Viele Menschen halten das gar nicht aus. Und je weniger Menschen das aushalten, desto mehr suchen sie nach schnellen Lösungen. Eindeutige Lösungen. Dabei entsteht dann wieder der Wille einer starken Hand. Sich wie Kinder, ohnmächtige Kinder, zusammenzukrümmen und sich einer starken Macht zu überantworten, die das für einen löst. Aber Demokratie lebt davon, Menschen selbst stark zu machen. Und ganz viele unterschiedliche Menschen, ob sie Einschränkungen, Behinderungen haben, ob sie schwarz, weiß, gelb oder grün oder was auch immer sind, eine Vielfalt von Menschen wahrzunehmen und für das zu nehmen, was sie sind, auch wenn man das selbst seltsam findet, komisch findet, anders findet, dass wir anfangen, uns auseinanderzusetzen, was braucht es in der Menschlichkeit, was brauchen wir, um zusammenzuwirken, mit dem anderen, dem Fremden zu leben, auch dem Fremden, was uns selbst fremd entgegenkommt oder als unheimlich aus unserem Innern kommt, sowohl individuell wie gesellschaftlich, das anzugucken, statt wegzugucken. Das sind alles Phänomene, die auch Kollektive brauchen. Schau es dir an, auch wenn es unangenehm ist. Guck da, wo Tabus sind, wo man nicht sprechen darf. Geh genau dahin. Schau es dir an, leuchte die Ecke aus. Auch wenn es schmerzt, guck, das ist da, das existiert. Und zum Beispiel, was Klimapolitik angeht, wir haben alle gelbe Säcke befüllt mit Plastikmüll und nicht realisiert, dass der irgendwo in Indonesien ins Meer versenkt wird, weil wir nicht hingeschaut haben, kollektiv. Wir haben dadurch ein Trauma in den Weltmeeren ausgelöst, ein gigantisches Sterben von Menschen, von Tieren, die davon vergiftet wurden, etc. Wenn wir da nicht hingucken, wenn wir uns mit dem Schmerz nicht konfrontieren, oh, wie konnte ich das übersehen, ja? Dann werden wir es auch nie heilen. Deswegen, es gehört zu den fundamentalsten Dingen, schau dir das Fremde und Andere an. Das, was du nicht sehen willst, sieh hin, nimm es wahr, erkenne es an und suche nach Lösungen. Sonst werden wir sowas nicht lösen können. Und wir sollen eben Verantwortung für das übernehmen, ja, was unser Teil ist oder unser Nichttun? Ganz genau. Sieh, was du kannst, was du nicht kannst. Ohnmacht anzuerkennen ist genauso wichtig, wie zu sehen, ich kann etwas tun. An bestimmten Stellen kann ich mich einsetzen. Und wir sind sehr, sehr spät mit vielen Entwicklungen, auch was unseren Globus angeht. Wir wissen nicht, wohin es führt. Es wird die Erwärmung geben. Oh, als Beispiel, ja. Wir haben ganz viel Gewalt in der Gesellschaft. Wir werden das Böse nicht ausrotten. Aber wir können und werden und sollten etwas tun. Das ist sehr schmerzlich zu sehen, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viel, wenn jeder von uns seinen Teil, ihren Teil dazu beiträgt. Dann können wir sehr, sehr viel bewegen. Das ist das mit dem Flügelschlag des Schmetterlings, der einen Orkan auslösen kann. Wir können den auch im positiven Sinne nutzen, durch diese Schwarmintelligenz, wenn wir die wirklich nutzen. Aber dazu müssen wir viele Dinge wahrnehmen, analysieren, sehen, schauen, korrigieren. Ja, immer wenn in einer Gesellschaft etwas nicht mehr gesagt werden darf, in einem Kollektiv nicht mehr gesprochen werden darf, wenn es Tabus gibt, ist es gefährlich. Ja. Vielen Dank für das Interview. Okay. Vielen Dank.